Willkommen zurück beim LS22 in Folge 3 auf unserem neuen Hof Bexon, dem aktuellen Grashof. Wie ihr da hinten sehen könnt, dort liegen Grasschwaden. Ich renne da mal eben schnell hin. Hui, das ging flott. Ich habe einmal abgemäht die ganze Fläche und die muss jetzt natürlich eingesammelt werden, schön in Schwaden gelegt mit unserem Big M. Das ist Fläche Nummer 1, auf der ich hier gearbeitet habe. Welche Flächen habe ich noch? Die Fläche hier hinterm Hof habe ich noch zur Verfügung. Und ich habe noch die zwei Flächen, die an unser neues Feld grenzen. Die gilt es auch noch zu mähen. Aber erst einmal möchte ich jetzt die Schwaden einsammeln und in Ballenform bringen. Dafür möchte ich den New Holland nutzen. Also noch nicht unseren Deutz. Was ist das eigentlich? 8er Deutz, oder? Ne, 7er Deutz, sorry. Unseren 7er Deutz. Sondern dafür würde ich jetzt einfach mal den New Holland mitnehmen und mich an die Arbeit machen, das Gras in Ballenform zu bringen. Hilfe einmal aus, Motor einmal an. Einmal rückwärts vorgesetzt. So. So, dass wir hier in Gang kommen. So, 24 Ballen werden auf den Andersen-Hänger hier neben unserem New Holland gehen. Jetzt muss ich überlegen, wo habe ich denn noch angefangen? Auf der Seite hier war es nicht. Das war hier hinten. So, zudem, ihr merkt, hier war so eine kleine Unebenheit drin. Tatsächlich, da habe ich nicht drauf geachtet, mein Fehler. Ich habe, als die Halle gesetzt habe, vorher nicht planiert. Und wenn man jetzt ganz genau guckt, dann sieht man, dass hier so eine Welle drin ist. Die habe ich jetzt im vorderen Bereich schon ein bisschen beseitigt, aber hier hinten muss ich nochmal ran. Da ist sie auch noch drin. Ja, wie dem auch sei, da habe ich gefuscht. Busch am Bau. Soll ja mal vorkommen, ne? So, dann wollen wir mal schauen. Ich weiß auch noch nicht, ob wir jetzt hier zusammen das gesamte Feld in Ballen rollen oder nicht. Ballen rollen, in Ballen pressen. So. Einmal ablassen und anstellen. Kurzer Check von außen. Das sieht soweit gut aus. Na, dann wollen wir mal gucken. Wunderbar. Jawohl, der sammelt. Mit vollen 17 km/h. Jetzt fängt er gleich unangenehm an zu piepen. Da geht's schon los. So, kurzer Stopp. Von außen einmal beobachten. Da kommt der Ballen und wird eingerollt in unsere weiße Folie. Ich habe extra weiß gewählt, weil man weiß sehr gut sieht und die ja ganz gern mal wegrollen. Ich habe es jetzt so eingestellt, dass er nicht automatisch den Ballen ablegt, sondern dass ich das von Hand machen muss. Zack. Und einmal abgelegt. Wunderbar. Jetzt bin ich allerdings relativ blöd angefahren hier. Und jetzt liegt der Ballen da im Weg. Mal gucken, ob ich die Ecke hier noch mitbekomme. Ja, genau, setz dich da mal drauf. Und jetzt ziehe ich den Ballen nämlich auch schon mit. Da sieht man das Problem. Der Ballen möchte natürlich bergab. So, ich variiere hier immer so ein bisschen in Außenansicht, Innenansicht. Das Coole ist eben, so, wenn er jetzt anfängt und den rausschiebt, den Platz hat und rollt, ein bisschen weiter raus, kann ich trotzdem eben schon weiterfahren und die Kammer wieder füllen, unabhängig voneinander. Das spart zumindest ein bisschen Zeit. Zack. Und ihr seht, erstaunlicherweise, der geht ganz schön flott hier, dass er schon wieder voll ist.
Also in der Geschwindigkeit kann das ein bisschen dauern, selbst mit dem Feld hier. Obwohl das ja gar nicht groß ist. Na, komm, 100. Ich will immer nicht zu weit vorfahren, weil dann muss ich wieder zurücksetzen. Dann lässt er nämlich ein Stück von der Schwarz liegen. Und das möchte ich natürlich nicht. Aber man beachte die Schräglage hier. Ist schon ordentlich. Geht natürlich noch krasser und schlimmer, aber ich finde es schon ordentlich. Muss natürlich genau in der Kurve anfangen hier zu piepen. Kleinen Tick zurück. So. Wenn jetzt ein bisschen was liegen bleibt, ist auch halb so wild. Wir werden hier ja sicher regelmäßig drüber donnern. Also ich setze, wenn ich schneller unterwegs bin, setze ich gerne nochmal eben ein Stück zurück, damit ich sicher bin, dass ich das meiste aufnehme zumindest. Ja. Ich würde sagen, wir arbeiten hier mal die erste Runde ab. Und dann schauen wir mal, wie viel Ballen das gebracht hat. 24 gehen auf unseren Hänger. Das finde ich schon nicht wenig. Ich glaube, im 19er gab es, das war glaube ich nicht von Andersen, also den gab es auch. Und es gab noch einen ähnlichen Sammelwagen. Aber da ging glaube ich nur 8 Ballen drauf. Den gab es, wenn ich mich nicht täusche, als Standard im Spiel, den kleinen. Und eine größere Version konnte man als Mod dazu bekommen. Der hatte dann, glaube ich, 12 oder 16. 24 ist natürlich schon ein anderer Schnack hier. Allerdings, da muss ich gleich mal nachgucken. Lohnt es sich, glaube ich, nicht, die Ballen jetzt im August zu verkaufen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Tatsächlich kann man die Preisentwicklung, kann man sich anzeigen lassen. Was ich sehr cool finde. So. Jetzt gucken wir mal kurz, dass wir die Ecke hier hinten auch noch so ein bisschen mitnehmen. Setz dann mal so leicht rum. Und den Ballen jetzt nicht beim Nachbarn aufs Feld kippen. Der freut sich zwar, aber ich halt nicht. So, jetzt kann er abgeladen werden. Ja, ich bin hier ein paar Kurven doch irgendwie ja, ein bisschen zu scharf eingefahren, würde ich mal behaupten. Oh. So, da bin ich ein ganzes Stück zu weit schon. Da sieht man's. Deswegen mache ich das gerne außer Außenansicht und nicht außer Innenansicht. Dann lasse ich zu viel liegen. So, er meckert hier. Dann lasse ich den mal kurz ab. Der wird mir gleich hinterher rollen. Aber der rollt ja jetzt hoffentlich an mir vorbei. Jawohl, genau auf meinen Hof. Ich hoffe nur nicht drüber hinweg. Ich glaube, der sammelt sogar, während ich rückwärts fahre. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Bisschen kurbeln. So, das ist auch eine enge, fiese Kurve, die ich hier fabriziert habe. Da muss ich dann noch mal gucken, wie ich das zukünftig besser mache. Wobei, einigermaßen habe ich es ja gekriegt, ne? Naja, einigermaßen habe ich doch schon einiges da liegen lassen. So, dafür, dass er über 300 PS hat, kämpft er hier schon. Bin nicht ganz sicher, wie der Deutz sich hier geschlagen oder schlagen würde.
Kann ich natürlich immer testen, aber ja. Ich würde mal vermuten, so ein paar Problemchen dürfte der hier haben. Also Hauptsache, der rollt mir jetzt nicht hier in die Bäume. Aber genau für solche Fälle habe ich dann ja den Frontlader, dass ich die dann da wieder rausholen kann. So, wir können noch mal ein bisschen in der Innenansicht gucken und versuchen. Es gibt aber irgendwie keine Anzeige, glaube ich, die mir sagt, hey, du kannst den Ballen jetzt ablegen. Sind wir gleich auch schon rum. So, da sehe ich im Spiegel, wie die Heckklappe hochgeht. Jetzt geht sie wieder runter. Jetzt weiß ich, okay, er rollt den ein. Das sieht man so leicht im unteren Spiegel. Man hört es auch. Jetzt ist er fertig. Dann müsste ich ihn jetzt ablegen können. Oh, ich sehe hier gar nichts. Vor lauter Busch. Nehmen wir das, was ich hier habe liegen lassen, auch noch mal eben mit. So. Und dann haben wir schon wieder zwei... da rollt uns ein Ballen hinterher. Und guck mal, da habe ich nämlich wieder was verpasst. So, ich klappe den mal kurz hoch und das Stück hole ich mir dann noch. Hätte ich jetzt natürlich gleich mit einsammeln können, aber naja. Keine Ahnung, warum ich das jetzt so gar nicht erwischt habe. Aber das möchte ich natürlich haben. So. Jetzt check so rum. Das war ein bisschen zu krass. Geht's wieder los. Backshorn beim Rückwärtsfahren. Haha. So kann ich es irgendwie besser. So. Die nächste Bahn schon mal ansetzen hier. Und weiter. Piep, piep, piep. So, das dürften aber noch keine 24 sein, würde ich sagen, oder? 1, 2, 3. Da ganz hinten liegt, glaube ich, schon einer. 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Ein paar mache ich noch. Und dann holen wir mal unseren Sammelwagen und gucken, würde ich sagen, oder? Naja, einen machen wir noch und dann hole ich den mal. So. Ach komm, was soll's. Heute machen wir Ballen. Da geht noch was. Ich möchte ja wissen, wie viel hier am Ende so komplett rauskommt. Den legen wir mal hier hin. So, ich nehme euch noch ein bisschen mit hier. Ui, 100% schon wieder voll. Und ich bin schon wieder drüber hinaus gedonnert. Oh, passiert mir jedes Mal. So, jetzt kann er wieder sammeln. Und hier habe ich schon wieder so eine wunderbar enge Stelle reingebaut. Da muss ich beim nächsten Mal drauf achten, dass ich da vorsichtiger unterwegs bin. Oder vorausschauender. Leg den mal ab, bin gespannt, wo der hinrollt. Man muss immer diesen Moment warten, solange er da rausfährt. Das, mir kommt es schon ewig lang vor, muss ich sagen. Obwohl das Ding schon schnell ist.
bin ich jedenfalls. Hier nicht aufgepasst. Ja. Das möchte ich mitnehmen. So, wenn das dann alles gepresst ist und eingesammelt ist, dann geht es eben an die Walze, um das Gras wieder auf Vordermann zu bringen und auf die volle Düngestufe. Darauf bin ich gespannt, das habe ich noch nie gemacht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es diese Funktion im 19er schon gab oder nicht. Wenn es sie gab, habe ich sie stumpf missachtet. Nee, ist schön, dass ich hier immer diese Ecken reingefahren habe. Anstatt einfach gerade weiterzufahren. Gut, in dem Moment denkt man nicht mit. Da freut man sich einfach nur, dass der Big M so wunderbar wendig ist. Und dann nutzt man das auch. Wenn ich jetzt schön langsam rumfahren, müsste es einigermaßen gehen. Da piepen wir schon wieder. So, und wenn ich jetzt tatsächlich alle Wiesen mein eigen nennen würde, dann käme da natürlich immens viel zusammen. Allerdings sieht man ja jetzt schon, wie aufwendig das ist. Es wäre auch mächtig viel Arbeit. Also Gras ist jetzt halt einfach mal mein Start. Ups. Ticken zurück und wieder auf die Bahn. Ich hoffe, dass sich das auch einigermaßen lohnt, aber deswegen habe ich einen guten Batzen vom Geld erstmal zurückgehalten. Weil ich noch so gar nicht einschätzen kann, wie man es jetzt hinbekommt, so kontinuierlich auch was zu tun zu haben. Meine Kartoffeln sind ja noch nicht reif. Da könnte ich jetzt aber mal kurz gucken in den Kalender, wann das denn der Fall wäre. Hier ist er, Wachstumskalender. Kartoffeln. Aussaat im März, April. Wir liegen aktuell im August. Eigentlich müssten die reif sein. Habe ich mich verguckt? Da stand Wachstum, ne? August, September ist der Erntezeitraum. Okay, das wäre jetzt. Quasi jetzt oder bald. Muss ich im Auge behalten. Gras hingegen kann nicht das ganze Jahr angesät werden. Nur bis zum November. Aber das ganze Jahr über geerntet werden. So, deswegen habe ich das jetzt mal gewählt, damit man zumindest damit irgendwie immer was zu tun hat. Bin gespannt, ob das schlau war oder nicht. So, mal gucken, ob wir die Kurve hier kriegen. Den legen wir uns da hin. Ja, klappt einigermaßen gut. Sehr schön. Okay. Das klappt doch schon ganz gut, auch wenn der New Holland hier gerade kämpft. Trotzdem er der Große ist, mit der meisten PS, kämpft er sich hier den Berg hoch. So, ich würde sagen, ich presse das Feld hier oder die Wiese einmal zu Ende. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann sammeln wir das Ganze mal ein und gucken, wie viel da eigentlich rumgekommen ist. Und beginnen, denke ich, auch einmal damit, die Wiese wieder auf Vordermann zu bringen mit der Walze. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen da, einen Kommentar, wie ihr rangehen würdet. Ob das Sinn macht, mit dem Gras anzufangen, mit der Grassilage.
Bin ich gespannt drauf. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.